Hi meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man solch einen zuckersüßen Spielzeugfresser näht. Dazu benötigt ihr am besten Baumwollstoffe, ich nehme diese drei, entweder Füllwatte oder Volumenvlies, einen Reißverschluss. Wir fangen an mit der Vorderseite. Für den Bauch brauchen wir 30 x 30 cm. Für den Kopf 30 x 20 cm. Der Reißverschluss sollte 30 cm lang sein. Ich nehme hier einen Endlosreißverschluss. Ihr legt euch den Reißverschluss hin und legt euch den Bauchstoff oben drauf, sodass sich quasi Reißverschluss und Stoffoberseite anschauen und näht mit einem normalen geraden Stich drüber. Als nächstes legt ihr euch diesen auseinandergeklappt wie folgt hin und legt den Stoff für den Kopf oben drauf, auch hier rechts auf rechts und mit einem normalen geraden Stich drüber nähen. Auseinandergeklappt sieht das Ganze dann so aus. Das wird der Mund. Nun sind die Augen dran. Hierfür nehme ich zwei weiße Baumwollstoffe und schneide die einfach mal rund aus. Da könnt ihr selber kreativ sein, ihr könnt auch eckige Augen machen. Diese legen wir uns dann auf den Kopf drauf und ich nähe diese Augen nun wie folgt mit einem Zickzackstich fest. Fertig sieht es dann so aus. Nun sind die Füße dran. Dafür nehme ich 30 x 14 cm zweimal, lege die Stoffe übereinander, falte einmal wie folgt und runde unten die Kanten ab. Schneide diese Kanten rund ab. Und habe nun jeweils zweimal doppellagig die Füße. Nähe nun einmal die Rundung zusammen. Auch hier fahre ich mit einem normalen geraden Stich drüber. Wenn es euch lieber ist, könnt ihr auch gerne nochmal mit einem Zickzackstich drüber fahren. Somit ist der Stoff versäubert und kann sich auch im Nachhinein nicht auffrisseln. Dann könnt ihr die beiden Füße umkrempeln. Ich nehme dann meinen Volumenvlies und lege die Füße dort drauf, pause dies ab und schneide mir die gleiche Größe wie die Füße einmal aus. Ihr könnt allerdings auch Füllwatte nehmen oder einfach gar keine, das geht natürlich auch. Ich stopfe dann den Volumenvlies hinein. Als nächstes ist der Gurt dran.
Ihr könnt aber auch normalen Stoff nehmen. Ich nehme aber hier diesen Gurt, 50 x 4 cm nehme ich da. Schlage diesen einmal wie folgt um. Nähe einmal drüber. Auch hier mit einem normalen geraden Stich. Auch das ist nicht unbedingt nötig. Ich mache das aber ganz gern. Die Kanten habe ich ein Stück freigelassen, also ich habe nicht bis zum Ende genäht. So lässt es sich am Ende besser einnähen. Anschließend nehme ich ein zweites Stück, was genau die gleiche Größe hat wie unser fertiges Vorderteil. Nun legen wir uns auf der Unterseite die Füße nach innen geklappt. Oben hin den Gurt, auch hier nach innen geklappt. Legen uns den Außenstoff einmal rechts auf rechts drauf. Und nun fixiere ich mir das Ganze einmal mit Stoffklammern. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Nadeln machen. Ich bevorzuge hier aber die Stoffklammern. Die verlinke ich euch auch gerne nochmal in der Infobox. Nun nähen wir hier einmal ringsrum alles zusammen. Wir müssen keine Wendeöffnung lassen, dafür ist ja der Reißverschluss da. Auch hier könnt ihr anschließend nochmal mit einem Zickzackstich versäubern. So frisselt sich der Stoff auch nach einer Zeit nicht auf. Nun schneide ich noch alle vier Ecken einmal ab, aber Vorsicht, dass ihr dabei nicht in die Naht schneidet. Und anschließend krempeln wir das Ganze einmal durch den Mund um. Und nun ist unser Spielzeugfresser auch schon fast fertig. Allerdings nehme ich jetzt hier diesen Marabu 3D Liner. Auch den verlinke ich euch einmal in der Infobox. Und male nun einmal ein Gesicht. Die Augen, Wimpern. Da könnt ihr einfach selber ganz kreativ sein. Und ich male noch eine Nase. Und fertig ist unser Spielzeugfresser. Natürlich könnt ihr diesen auch für andere Dinge nutzen oder halt für Haushaltsgegenstände, für im Badezimmer oder für den Schlafanzug, um den über Tag zu verstauen. Auch schön als Geschenkidee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich selber einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Somit verpasst ihr auch keine neuen Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr einmal bei Facebook bei mir vorbeischaut oder auch bei Instagram. In beiden Accounts findet ihr mich unter dem Namen Nähtinchen. Nee,